Ich lebte neben diesem einen Jungen, der immer einen Verband um den ganzen Kopf trug, das sogar sein ganzes Gesicht bedeckte. Ich erinnerte mich, dass sein Name Wilbur war, ein 12-jähriger Junge, der nie sein Haus verließ. Manchmal saß er da und schaute aus seinem Schlafzimmerfenster im obersten Stock auf alle Kinder, die draußen spielten. Ich erinnerte mich daran, dass seine Fenster mit Metallstäben versehen waren, so dass er unmöglich aus seinen Schlafzimmerfenstern klettern konnte. Manchmal kommunizierten wir miteinander, indem wir einander auf Papier schrieben, denn er konnte mich nicht hören, weil das Fenster verschlossen war. Wilbur machte es nur auf, wenn seine Eltern nicht zu Hause waren. Seine Mutter und sein Vater gehörten laut ihm zu jenen Eltern, die wahnsinnig verrückt nach Wissenschaft und Chemie waren. Sie blieben in ihrem Keller und arbeiteten Tag und Nacht. Sie machten nur Pause, um Wilbur etwas zu essen zu machen. Sie behandelten ihn nicht wie ein Tier, sie waren einfach zu beschäftigt. Außerdem waren sie streng, denn er durfte nicht einmal nach draußen gehen oder mit jemandem Kontakt aufnehmen, bis sein Gesicht besser werden würde. Er erzählte mir, dass er zufällig auf die Chemikalien von seinen Eltern gerutscht war und sich so sein Aussehen ruiniert hatte. Seine Eltern fürchteten, dass er von den anderen Kindern in der Nachbarschaft belästigt werden würde. Ich erinnerte mich noch daran, dass ein paar ältere Kinder Kieselsteine an seine Fenster warfen und ihn auslachten. Sie machten das mehrmals die Woche, aber er hatte sich daran gewöhnt. Für mich war er ein großartiger Kerl. Ich war noch nie in seinem Haus, aber er hatte mir coole Sachen wie Comics gezeigt, die er früher gesammelt hatte. Er war ein großer Superheldenfan. Er sagte sogar, dass er sich wie ein Superheld fühlte. Er beschrieb sich als einen normalen Menschen, der von gefährlichen Chemikalien befallen und zu einem mächtigen Superheld wurde. Ich hatte ebenfalls eine Sammlung von Actionfiguren und Videospielen, die Wilbur begeistert haben. Er erzählte mir, dass er noch nie ein Videospiel in seinem Leben gespielt hatte, was ich ziemlich traurig fand. Er erzählte mir auch, dass sein Babysitter sie von ihm weggenommen hatte, bevor er sie spielen konnte und sie vor seinen Augen verbrannte. Wilbur hatte eine Babysitterin. Es war eine große, gemeine Frau, die Kinder überhaupt nicht mochte. Sie war im Grunde der Albtraum jedes Kindes. Sie hatte schon viele Kinder betreut und es war nicht schön. Wilbur erzählte mir, dass sie das letzte Kind, das sie betreute, ein 4-jähriges Mädchen, 7 Stunden die reinste Hölle erleben ließ. Wilbur sagte, dass die Babysitterin das Mädchen verhungern ließ und ihr Bett mit Bärenfallen umgab. Das Schlimmste daran war, dass die Eltern keinen Schimmer davon wussten. Sie log sie an und wurde trotzdem bezahlt. Durch die Dinge, die ich gehört hatte, wusste ich, dass sie eine üble und grausame Frau ohne Seele war. Nun würde sie Wilbur betreuen. Dabei war er alt genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Doch die Eltern entschieden sich für sie, da sie nach Texas zu einer Wissenschaftlerversammlung gehen und ihn alleine lassen mussten. Eines Tages schrieb ich mit Wilbur, aber die Betreuerin zerrte ihn mit Gewalt vom Fenster. Den Rest des Tages sah ich ihn nicht mehr wieder. Am nächsten Tag, als ich durch mein Fenster sah, um Wilbur zu sehen, sah ich jemanden auf seinem Bett liegen. Ich schaute auf den eingewickelten Kopf der Person und schlug mit meiner Faust auf das Fenster, um Wilbur darauf aufmerksam zu machen. Er setzte sich langsam auf sein Bett und wischte sich Tränen aus den Augen. Er schien zu weinen. Ich hatte einen besorgten Ausdruck in meinem Gesicht, als ich überall auf seinen Armen und Beinen blaue Flecken sah. Er fing an, etwas auf ein Blatt Papier zu schreiben. Als Wilbur mit dem Schreiben fertig war, ging er ans Fenster und drückte den Zettel auf das Glas. Was er schrieb, hatte mich erschreckt. Die ganze Situation brannte immer noch in meinem Hinterkopf. Etwas, von dem ich wusste, dass ich es nie vergessen würde. Er schrieb: Hilf mir.
Seine Handschrift war vollkommen verschwommen und unleserlich. Während er mir seinen Zettel zeigte, klopfte er mit der anderen Hand gegen das Fenster. Dann sah ich plötzlich jemanden, der neben ihm in seinem Schlafzimmer stand. Sie war es. Sie hatte etwas in ihren dicken Händen. In der einen Hand war eine Zitrone und in der anderen eine Schere. Was sie tat, versetzte mich noch mehr in Angst. Sie rannte auf Wilbo zu, packte ihn am Kopf und hielt ihn still. Ich sah ihn vor Schmerzen und Angst schreien und wusste, dass ich etwas tun musste, doch ich konnte nicht aufhören, dahin zu schauen. Sie benutzte ihre Schere, um die Verbände aufzuschneiden. Dann wickelte sie sie von seinem Kopf ab und warf es zur Seite. Was ich sah, brachte mich fast zum Erbrechen. Es war etwas, das mich krank machte. Ich war total geschockt, als ich ihn sah. Er hatte ein deformiertes Gesicht. Der Kopf war dunkelrot und fast abgeschmolzen. Sein Gesicht sah wie geschmolzener Käse auf einem Cheeseburger aus. Wilburs ganzes Gesicht, sogar einer seiner Augäpfel, war ein wenig verbrannt. Die Chemikalien hatten ihn verunstaltet. Die Betreuerin schnitt die Zitrone mit der Schere in zwei Hälften und schubste Wilbur auf sein Bett. Dann warf sie die Schere neben die Bandagen und hielt den Kopf mit einer Hand still. Mit der anderen Hand presste sie eine Zitronenscheibe auf seinen Kopf und in seine Augen. Der schmerzhafte Ausdruck in seinem Gesicht, gedämpften Schrei wegen der Säure des Zitronensaftes. Sie nahm die zweite Zitrone und drückte es erneut auf sein Gesicht. Es war eine Qual. Ich beschloss, mit meiner Faust mein Fenster einzuschlagen, um sie auf mich aufmerksam zu machen. Sie hatte mich bemerkt. Sie schubste Wilbur vom Bett und rannte aus dem Schlafzimmer. Ich wusste, was sie tun würde, also rannte ich aus meinem Zimmer die Treppe hinunter. Ich schloss die Eingangstür ab und hoffte, dass diese verrückte Frau nicht in mein Haus einbrechen würde. Ich sah mich nach dem Haustelefon um. In dem Moment hallte ein lauter Knall in meinen Ohren. Ich schaute hinter mich und bemerkte durch das Türfenster ihr rotes, verschwitztes Gesicht sowie ihre lockigen, blonden Haare. Durch die Blicke in ihren Augen wusste ich, dass es Ärger geben würde. Sie klopfte immer wieder an die Tür, während sie schrie. Dann entdeckte ich das Telefon auf dem Sofa und nahm es in die Hand, um die 911 zu wählen. Ich wartete ein paar Sekunden, bis eine Stimme auf der anderen Leitung ertönte. Ich fing an, die ganze Situation von Anfang bis Ende zu erklären, so schnell und klar wie möglich. Sie sagten mir, ich solle geduldig warten, bis die Polizei bei mir eintreffen würde. Es dauerte ein paar Minuten, bis die Polizei bei mir eintraf. Als sie da waren, kamen meine Eltern ebenfalls von der Arbeit nach Hause. Sie bekamen einen Anruf von der Polizei, also beschlossen sie, nach Hause zu kommen. Meine Eltern waren extrem besorgt und verängstigt. Sie stellten mir mehr Fragen als die Polizei. Ich musste ihnen alles erklären. Eine Stunde später kam ein Polizist zu mir. Er wollte mir etwas über die schrecklichen Gräueltaten erzählen, die nebenan stattfanden. Es ging um die Wahrheit über den Babysitter und die Eltern. Wilbur war wirklich schockiert. Sie fanden heraus, dass seine vermeintlichen Eltern nicht seine richtigen Eltern waren. Sie adoptierten ihn aus einem Waisenhaus, das nicht in der Stadt war. Sie machten es nur, um ein Versuchskaninchen für ihre Experimente zu haben. Sie zogen nach Texas, um sich zu verstecken. Der Babysitter war ebenfalls ein Teil des Experiments. Tatsächlich war Wilbur nicht das erste Kind, das von Chemikern adoptiert wurde. Sie hatten an diesen Waisen illegale Experimente durchgeführt. Dadurch wollten sie herausfinden, wie viel Schmerz ein Kind vor seinem Tod aushalten kann. Er war eines von 38 Kindern, die als vermisst gemeldet wurden. Das Haus wurde mit Überwachungskameras ausgestattet.
Zu dem Zeitpunkt konnte man nur die Babysitterin verhaften und darauf hoffen, dass man die Eltern bald finden würde. Ich hatte jemanden das Leben gerettet. Hätte ich nicht die Polizei gerufen, dann hätte man ihn wahrscheinlich umgebracht. Wilbur sagte die ganze Zeit kein Wort, um sich zu schützen. Inzwischen wurde er zu einer neuen Familie geschickt. Es war ein Ehepaar, das außerhalb der Stadt lebte. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. 20 Jahre später ging ich in eine Bar, um mir ein paar Drinks zu besorgen, als ein Mann auf mich zukam, der mich vertraut anlächelte und mich fragte, ob ich mich an ihn erinnern würde. Ich lächelte zurück und realisierte, wie lange es her war, seit ich Wilbur zum letzten Mal gesehen hatte. Er war ein gesunder Mann und hatte keine Verbände an. Er hatte braune Haare und himmelblaue Augen. Ich erkannte ihn fast nicht wieder. Wir tranken ein paar Gläser und sprachen miteinander. Es gab niemanden, der uns auseinanderbringen konnte. Ob die Wissenschaftler eingesperrt wurden, wusste ich nicht. Aber ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, dass dieser Mann ohne meine Hilfe gestorben wäre.